Von 2005 bis 2009 hieß Hyundais Kompakt-SUV Tucson. Die zweite Generation trug dann das Kürzel iX35. Hier in Genf feiert nun die dritte Generation Premiere und der Name Tucson ist zurück. Nicht nur der neue, alte Name Tucson unterscheidet den neuen deutlich vom iX35. Sondern auch in seinen Außenmaßen hat er erheblich zugelegt im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger. Von 4,41 Meter auf knapp 4,48 Meter ist der Koreaner in der Länge gewachsen. Marktstart für den neuen Hyundai Tucson ist in Deutschland in der zweiten Hälfte 2015. Ab dann wird er ein direkter Konkurrent sein für den VW Tiguan, den Bestseller in diesem beliebten SUV-Segment. Das Design des neuen Hyundai Tucson ist sehr prägnant und wird unter anderem geprägt durch den neuen Hexagonalgrill, auch wenn sich hier eine gewisse Ähnlichkeit zum Audi Q5 nicht verleugnen lässt. Der Vorgänger war sehr gefällig, doch der neue bleibt deutlich besser im Gedächtnis. Im Profil fällt auf, dass hinter der Motorhaube die A-Säule relativ weit nach hinten gerückt ist. Die ansteigende Fensterlinie fällt niedrig aus, dadurch erscheint der Körper des Tucson recht massiv. Zumal er auf großen Rädern steht. In der Seitenansicht fallen auch ungewöhnlich gestaltete Radhäuser auf, sowie über dem Hinterrad gegenläufige Linien in Z-Form. Das Heck des neuen Tucson wirkt im Vergleich dazu recht unspektakulär. Es ist in horizontale Linien aufgeteilt. Bei den ungewöhnlichen Rücklichtern spricht Hyundai von Bumerangleuchten. Bei der Anmutung des Innenraums hat der neue Tucson im Vergleich zum iX35 einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Hochwertiges, sogenanntes Soft-Touch-Material fühlt sich gut an und sieht ebenso aus. Besonders wichtig allerdings, der Tucson bietet jetzt wesentlich mehr Platz als zuvor der iX35, besonders auf der Rückbank. Das verdanken die Insassen einem längeren Radstand zwischen Vorder- und Hinterachse, aber auch einer intelligenteren Raumnutzung. Die macht sich bis hin zum Kofferraum positiv bemerkbar, der mit 563 Litern den des Marktführers VW Tiguan deutlich übertrifft. Beim Antrieb bietet der Hyundai Tucson weiterhin die Wahl zwischen reinem Front- und Allradantrieb. Die Vierzylindermotoren leisten als 1,6 Benziner 135 bzw. in der neuen Turbo-Variante 176 PS. Alternativ dazu gibt es einen 1,7 Liter Diesel mit 115 PS und zwei Varianten von einem 2 Liter Diesel. Sie leisten bis zu 184 PS und drücken vor allem mächtig Drehmoment auf den Antriebsstrang. Der neue Hyundai Tucson glänzt nicht nur mit einem frischen Exterieurdesign, sondern auch mit einem sehr schönen Innenraum und vor allen Dingen einem großzügigen Kofferraum. Ob er sich jedoch in diesem hart umkämpften Markt gegen die etablierten Konkurrenten durchsetzen kann, muss er in Fahrtests erst noch beweisen.